Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Chaos of Deponia. Ich bin's, euer Theon. Und wo sind wir letztes Mal hier stehen geblieben? Wir sind hier bei Janosch, oder besser gesagt, vielleicht bei seiner Mutter im Keller, ich habe keine Ahnung. Wir haben versucht, die Kontrolle an uns zu reißen. Es hat nicht ganz geklappt. Da haben wir eine Dia mit unserem Plan. Aber Janosch hat so einen gemeinen Dialekt, dass Rufus jedes Mal, wenn er einen Satz falsch ausspricht, anfangen muss zu lachen und dann ist der ganze Plan hinüber, weil sie glauben, dass sie ihn reingelegt haben. Verdammtes Lied! Ich krieg einen Ohrwurm! Ich bring schnell Tierprojektor an. Hey! Haben wir uns nicht deutlich genug ausgedrückt? Wir wollen hier keine Großmäuler, die sich über Janosch lustig machen. Ja, ach, Schnee von gestern, oder? Schwamm drüber und rubbeln. Ich wette, Janosch ist nicht nachtragend. Und er gibt mir sicher noch eine Chance, meinen Plan zu präsentieren. Immerhin könnte er eure Organisation mit einem Schlag zur Speerspitze des weltweiten Widerstandes machen. Ich dachte, wir seien bereits die Speerspitze. Die Speerspitze. Rufus, reiß dich zusammen. Sonst fliegst du. Nein, nein, schon klar. Ich bin ganz ernst. Ganz ernst. Na gut, was ist das denn nun für ein Black? So, liebe Leute, ich mach mal ganz kurz den Schnitt. So, mal gucken. Ein Symbol. Ich habe einen kleinen Ein Plan. Symbol. Ein Symbol? Wie geheimnisvoll. Ich finde den Plan jetzt schon spannend. Regelrecht mystisch. Mit einem Hauch von Legende. Schnauze, Liebold. Was symbolisiert es denn? Es zeigt, was aus uns wird, wenn wir nicht umgehend handeln. Wow, was für ein Schocker. Mit rhetorischen Tricks kennst du dich ja offenbar aus. Aber hast du auch irgendwelche Beweise für deine Behauptung? Und wie ich die habe. Ich bin mir sicher, es gibt irgendeinen Hier. Trick. Was ist das? Ich bin mir fast sicher, dass es hier irgendwo ein. Ja. Ja, es ist so schön. Die richtigen Sätze muss man wahrscheinlich hier einfach nur angeben. Weil sonst habe ich echt keine Ahnung. Unterschlupf, Stützpunkt, Basis. Ja. Ich glaube, das einzige Wort, das er hier von den Sätzen wirklich einigermaßen gut rausbringt, wäre Organ und Basis. Deswegen klicke ich die hier mal an. Das ist eine Organon-Basis. Aha. Und weiter? Der Organon will Deponia in die Luft sprengen. Die Organon will die Welt zerstören. Der Organon will den Erdball ausradieren. Der Organon will den Planet zur Explosion bringen. Ausradieren. Zerstören. Die Polen an die Luft sprengen. Okay, das ist schon ein bisschen schwieriger. Probier mal das hier. Der Organon will Deponia in die Luft sprengen. Ja, okay. Aber was unternehmen wir dagegen? Uns wehren, angreifen, attackieren. Wir müssen uns wehren. So. Und wo bitteschön? Das hier ist die Position der Organon-Basen, Organon-Koordinaten, Position, Koordination, Lage einer Organon-Basen, Standort einer Organon-Basen. Hier. Das hier ist die Position einer dieser Organon-Basen. Ich erinnere mich. Red weiter. Argus will hier eine Bombe. Abwerfen und dadurch den Lebensraum um den Ozean entvölkern. Hochgehen lassen und dadurch Lebensraum im Meer einschränken. Zur Detonation bringen und dadurch den Lebensraum um die offene See zerstören. Ja, ich würde mal das hier tippen. Zur Detonation bringen und dadurch den Lebensraum um die offene See zerstören. Aber was machen wir mit den anderen Sprengtürmen? Wir haben noch einen Joke in petto. Wir haben noch einen Trumpf auf Lager. Der Inhalt von Goldstar-Tassette. Wir haben noch ein Ass im Ärmel. Das Geheimnis
geheime Wissen in Golds Gehirn. Ja, vielleicht das. Wir haben noch ein Ass im Ärmel. Das geheime Wissen in Golds Gehirn. Bis hierhin habe ich alles verstanden. Kannst du das trotzdem noch mal kurz zusammenfassen? Ich mach das. Das musst du nicht, Janosch. Ich kann das auch machen. Nein, nein, ich mach das schon. Oh, oh, jetzt nur nicht lachen, Rufus. Zeig noch mal das erste Dia. Genau. Was war das noch gleich? Eine Organon-Basis. Der Organon will Debonia in die Luft... Oh, mein Bauch. Er hat es schon wieder... So ein I... Ja. Aber was... Ich bin im... Roll die St... Oh, ja. So ein... Ja, ja. Also es hat teilweise geklappt. Also das erste Ding war richtig. Nur das der zweite war nicht richtig. Also wir müssen nur irgendwie... Ich eigentlich nie auf. Ein letztes Mal. Ich bin auch reist. So, wir müssen nur irgendwie das Lispeln vom Janosch. Ein Symbol? Wie geheimnisvoll. Ich finde den Plan jetzt schon spannend. Regelrecht mystisch. Mit einem Hauch von Legende. Schnauze, Liebold. Was symbolisiert es denn? Es zeigt, was aus uns wird, wenn wir nicht umgehend handeln. Boah, ja, was ja. Aber. Und wie... Ja, ja, diesen Dialog haben wir schon mal gehört. Ich will den euch nicht nochmal präsentieren. Was ist? Also, was haben wir nochmal? Organon-Basis. Ich habe eine Idee. Das ist eine Organon-Basis. Aha. Und weiter? Organon will Deponia zerstören. Erdball ausradieren. Probieren wir mal das hier. Dem Wort ist kein einziges S. Der Organon will den Erdball ausradieren. Verdammt. Ja, okay. Aber was unternehmen wir dagegen? Da ist doch ein S dabei. Ich hab mir überlegt, vielleicht... jedenfalls etwas... Wir müssen eine Offensive starten, wir müssen uns wehren. Ja, hier ist kein S dabei. Wir müssen uns wehren. So, so. Und wo, bitteschön? Position einer dieser Organbasen, hier die Koordinaten einer dieser Organbasen, das hier ist die Lage einer Organbasen. Koordinaten. Das hier sind die Koordinaten einer dieser Organbasen. Ich erinnere mich, red weiter. Argus will hier eine Bombe hochgehen lassen, dadurch den Lebensraum um das Meer einäschern. Probieren wir es einfach hochgehen weiter. Hochgehen lassen und dadurch den Lebensraum um das Meer einäschern. Aber was machen wir mit den anderen Sprengtürmen? Ja. Wir haben noch ein Ass im Ärmel. Das geheime Wissen in Golds Gehirn. Bis ich glaube sowieso nicht, dass es klappt, verstanden. Aber... Kannst du das trotzdem noch mal kurz zusammenfassen? Ich mach das. Das musst du nicht, Janosch. Ich kann das auch machen. Nein, nein, ich mach das schon. Oh, oh, jetzt nur nicht lachen, Rufus. Genau. Was war das noch gleich? Eine Organon-Basis. Der Organon will den Erdball ausradieren. Wir müssen uns wehren. So weit, so gut. Und was ist das hier? Die Koordinaten einer dieser Organon-Basen. Oh, mein Bauch. Er hat es schon wieder getan. So ein Idiot. Oh, dabei war es gerade so spannend. Ich bin empört. Roll dich, du Strolch. Oh Mann, so ein Mist. Okay, ich bin auf dem richtigen Weg. Die ersten drei Sätze hat er noch richtig gut gesprochen. Aber dann irgendwie auch nicht mehr. Gibt's eigentlich ja. Ein letztes? Ich bin auch Kreis. So, probieren wir es mal aus. Das ist ein Symbol. Ein Symbol. Ja, ein ja. Symbol. Ich klicke das jetzt mal ein bisschen weg, ne? Schnauze. Was Symbol? So. Wow, was für ein Aber. Und wie? Bla bla bla. Ich, wie gesagt, ich überspringe das jetzt ein bisschen. Was ist? Also, das ist ein Organon-Basis. Das ist eine... Aha. Er will den Erdball ausradieren.
Der Organon will den Erdball ausradieren. Ja, okay. Ich hoffe mal, das war der Richtige. Wir müssen uns wehren. Wir müssen uns wehren. So, so. Und wo, bitteschön? Also, ich habe das letzte Mal Koordinaten. Position, Lage einer Organon-Basen. Ja, probier mal. Das hier ist die Lage einer dieser Organon-Basen. Ich erinnere mich. Red weiter. Argus will hier eine Bombe. Ja, Bombe. Ich bin auch Bombe. In der durch die Lebensraum offene See zerstören. Zur Detonation bringen. Probieren wir es einfach mal aus. Zur Detonation bringen und dadurch den Lebensraum um die offene See zerstören. Aber was machen wir mit den anderen Sprengtürmen? Waren immer wieder dasselbe. Wir haben noch ein Ass im Ärmel. Das geheime Wissen in Golds Gehirn. Bis hierhin habe ich alles verstanden. Kannst du das trotzdem noch mal kurz zusammenfassen? Ich mach das. Das musst du nicht, Janosch. Ich kann das auch machen. Nein, nein. Ich mach das schon. Oh, oh. Jetzt nur nicht lachen, Rufus. Zeig noch mal das erste Dia. Genau. Was war das noch gleich? Eine Organon-Basis. Der Organon will den Erdball ausradieren. Wir müssen uns wehren. So weit, so gut. Und was ist das hier? Die Lage einer dieser Organon-Basen. Argus will hier eine Bombe zur Detonation bringen und dadurch den Lebensraum um die offene See zerstören. Okay, ich habe das jetzt mit Escape übersprungen. Okay, ich scheine das Stück für Stück immer weiter hinzukriegen. Ja, ich drücke jetzt immer weiter auf Escape. Hier Symbol, Spring, Organon Basis, das überspringen. Ausradieren, springen, wir müssen uns wehren, überspringen. Das hier ist eine Lage, die ist auch eine Basis, ja, springen. Bringen dadurch Lebensraum. Was haben wir jetzt hochgehen lassen, abwerfen und dadurch die Lebensraum und Ozean entvölkern, die Explosion bringen und dadurch den Lebensraum und Rostroten mehr unbewohnbar machen. Zur Explosion bringen? Ja, probieren wir es einfach mal aus. Kannst du das trotzdem? Verdammt! Jetzt habe ich natürlich auch den anderen Satz übersprungen und ich habe keine Ahnung, bei was er gelacht hat. Hätte ich vielleicht sein lassen sollen. Aber wenigstens wissen wir, welcher Satz es nicht ist. Symbol, Organon-Basis, Erdball ausradieren, wir müssen uns wehren, die Lage, Zipponia bringen und durch den Lebensraum der offenen Sitze schon hochgehen lassen. Probieren wir mal abwerfen. Und dadurch den Lebensraum um den Ozean entvölkern. Aber was macht... Ach, scheiß drauf. Wir haben noch... Kannst du das trotzdem nochmal... Ich mach das. Ich kann das... Nein, nein. Ich mach... Oh, oh. Jetzt nur nicht lachen, Rufus. Wie gesagt, ich hab das jetzt alles übersprungen. Genau. Was war das noch gleich? Eine Organon-Basis. Der Organon will den Erdball ausradieren. Der klingt wir wie der Zähler. So weit, so gut. Und was ist das hier? Die Lage einer dieser Organon-Basen. Argus will hier eine Bombe abwerfen und dadurch den Lebensraum um den Ozean entvölkern. Also das hat's auch nicht gebracht. Okay. Mal kurz schauen. Ich mache das jetzt hier aus dem Ausschlussverfahren. Symbol, Basis, Erdball ausradieren, wir müssen uns wehren, Lage, Sonation hochgehen lassen und dadurch Lebensraum um das Meer einäschern. Dadurch haben wir schon. Der Lebensraum in Ordnung zerstören, haben wir auch schon. Probieren mal das hochgehen hier. Hochgehen lassen und dadurch... Ja. Wir haben noch einen Trumpf. Wir haben ein Wissen, Golds Gehirn. Wir haben noch ein Ass. Ich weiß nicht. Kannst du das trotzdem noch mal kurz zusammenfassen? Ich mach das. Das letzte ist falsch. Das musst du nicht, Janosch. Ich kann das auch machen. Nein, nein. Ich mach das schon. Oh, oh Gott. Jetzt nur nicht lachen, Rufus. Oh Gott. Zeig noch mal das erste Dia. Genau. Was war das noch gleich? Eine Organon-Basis. Der Organon will den Erdball ausradieren. Wir müssen uns wehren. So weit, so gut. Und was ist das hier? Die Lage einer dieser Organon-Basen. Argus will hier eine Bombe hochgehen lassen und dadurch den Lebensraum um das Meer einäschern. Sind fast durch. Wir haben aber noch ein Ass im Ärmel. Das geheime Wissen in Golds Gehirn.
Ihr habt alles verstanden. Bravo. Das ist ja alles schön und gut. Aber was bringt uns das? Zurzeit befindet sich ein elysianischer Inspektor namens Cletus hier auf Deponia. Bol hat ihn begleitet. Darum ist sie überhaupt hier. Mit ihren Codes lässt sich das letzte Hochboot in Porta Fisco aktivieren, das sie zurück nach Elysium bringen soll. Wir müssen Elysium davon in Kenntnis setzen, dass Deponia bewohnt ist. Darum werde ich Goal nach Elysium bringen. Aber natürlich. Ihr könntet versuchen, den Ältestenrat umzustimmen. Wenn sie erfahren, dass Deponia bewohnt ist, werden sie die Sprengung abblasen. Aber warum solltest ausgerechnet du nach Elysium gehen? Weil ich dem Inspektor zum Verwechseln ähnlich sehe. Das kann doch gar nicht sein. Ist aber so. Rufus und Cletus könnten Zwillinge sein. Ein merkwürdiger Zufall. Es kommt noch besser. Argus Kreuzer hat an dem besagten Sprengturm angelegt. Seine Mission ist es, Cletus und Goal zum Hochboot nach Porta Fisco zu bringen. Während des Angriffs können Goal und ich das Chaos nutzen, um Cletus zu überrumpeln. Ich werde dann seine Stelle einnehmen. Was sagt ihr? Seid ihr dabei? Das klingt sehr riskant. Aber es ist unsere einzige Chance. Gibt's noch irgendwelche Fragen? Oh Gott. Ich kann nicht glauben, ich hab's geschafft. Ein Hoch auf Rubus, unseren neuen Anführer. Ui. Yay! Oh. Das war so cool. Du hast Janosch wie einen kleinen Idioten aussehen lassen. Was ja auch kein Wunder ist, wenn er sich mit jemandem von meiner Größe misst. Und was passiert jetzt? Ich schätze, da du dir jetzt wieder einig bist, könnten wir mit der Operation beginnen. Schade irgendwie. Ich fühle mich seltsam unbeschwert, so ganz ohne meine noble und meine sportliche Seite. Ich könnte mich auch dran gewöhnen, 3 Goals zu daten. Aber Rufus! Was denn? Ich mag halt all deine Facetten, Baby. Oh, das hast du so schön gesagt. Gibst du mir die Datasetten? Ich vermisse die anderen beiden ja schon irgendwie. Und du kommst auch gleich nach in Docs Labor, ja? Sie steht auf mich. Halleluja. Was ist hier los? Janosch? Psst, ich muss hören, was da drin vor sich geht. Wieso? Was steht denn da drin vor sich? Und was treibt ihr überhaupt hier? Wir setzen deinen Plan in die Datum. Was denn sonst? Mein Plan? Ja, du hattest natürlich vollkommen recht. Durch bloßes Rumsitzen und nichts tun kann man keine Revolte starten. Und darum werden wir proaktiv die Datasetten erbeuten. Moment mal, bei diesen Datasetten handelt es sich um das Bewusstsein meiner Freundin. Freundin? Das hättest du wohl gern. Zuallererst ist Goal eine funktionierende Widerstand. Sie wird sich natürlich für die gute Sache opfern. Opfern? Sag mal, spinnst du jetzt total? Leider hat noch eine andere Organisation Wind von den Aufstiegscodes bekommen. Oder sollte ich lieber Unorganisation sagen? Was denn? Du meinst Donner? Genau. Das unorganisierte Verbrechen hat sich in Docs Labor verschanzt. Sie haben Doc und Goal als Geiseln genommen und wollen so ihren ungehinderten Abzug erbrechen. Aber die Revolution lässt sich nicht erpressen. Sobald es zur Wollenstunde schlägt, stürmen wir die Bude einfach. Das heißt, Galef stürmt und ich halte mit Liebold die Stellung. Was? Das ist doch Wahnsinn. Genau. Ich kenne diese Leute. Die sind zu allem fähig. Ihr werdet nur euch selbst umbringen. Also mich. Das ist das Los eines Freiheitskämpfers. Immer bereit für die gute Sache zu sterben. Wartet damit bitte noch. Vielleicht fällt mir noch was ein. Oh Mann, damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Aber ich sehe, wir haben hier noch einiges an Spielzeit vor uns. Also werden wir das jetzt auch noch durchziehen. Sagen wir noch 5 Minuten. Ja, ich gebe mir noch selber 5 Minuten. Was machst du wo? Was wohl? Ich gehe da jetzt rein. Aber da drin wimmelt es von unorganisierten Verbrechern. Mit denen werde ich schon fertig. Hey, aufmachen. Ich bin's, Rufus. Ja, Huhu. Könnte ich kurz reinkommen? Das geht nicht. Du kannst gleich das Portal benutzen. Aber erst musst du noch was für mich erledigen. Hier.
Was ist das? Noch eine Fernbedienung? Die von Liebold. Es ist scheinbar ein älteres Modell, aber... Hey, ich weiß doch wohl, wie man eine Fernbedienung benutzt. Natürlich weißt du das. Liebold ist der Dicke, oder? Ich frag nur, weil ich gar kein Implantat gesehen habe. Du schaffst das schon. Wenn du fertig bist, kannst du das Portal benutzen. Dann erkläre ich dir alles. Hä? Welches Portal denn? Vertrau mir. Und kein Wort zu Janosch. Okay. Was war denn das jetzt? Probieren wir es einfach mal aus. Da haben wir eine Lampenfernbedienung und hier haben wir einen Liebold. Wozu wohl all diese Knöpfe gut sind? Ich drück einfach den größten. Und zapp. Oh, schaut mich an. Ich habe einen wichtigen Auftrag erfüllt. Jeder Affe hätte das gekonnt. Hetzend. Und jetzt? Lol. Okay. Das hat uns jetzt nicht wirklich was gebracht, oder? Na endlich! Was brauchst du denn so lange? Nur weil du aus der Vergangenheit kommst, heißt das noch lange nicht, dass du so trödeln kannst. Hä? Was ist denn hier los? Bist du das, Cletus? So ein Quatsch! Ich bin natürlich dein zukünftiges Ich. Diese Portale sind Raumzeitkrümmungen. Und das hier ist die Zukunft. Mannen im Ruf. Hey, das ist mein Jingle. Jetzt nicht mehr. Ich bin aktueller, weiser und vor allem lässiger. Ach ja? Okay. Dafür sehe ich nicht so alt aus wie du. Dafür sehe ich nicht so alt aus wie du. Was? Du verdammter Milchgesichtiger. Ich würde dich Jungspund ja übers Knie legen, aber ich kann nicht, weil die Altersschwäche schon eingesetzt hat. Mann, du bist so ein Schwächling. Du kannst unmöglich ich aus der Zukunft sein. Ich sag das doch nur, um ein Zeitparadoxon zu verhindern. Das könnte ja jeder behaupten. Du hast einfach keine Ahnung von Zeitreisen. Hab ich wohl. Hast du nicht. Okay, dafür bin ich nicht so hässlich wie du. Dafür bin ich nicht so hässlich wie du. Von wegen. Du bist sogar noch viel hässlicher als ich. Ha! Jetzt hast du dich verraten. Mir wären bestimmt viel lässigere Antworten darauf eingefallen. Sind mir auch. Ich sag das doch nur, um ein Zeitparadoxon zu verhindern. Ausrede. Du hast einfach keine Ahnung von Zeitreisen. Hab ich wohl. Hast du nicht. Ich hab keine Ahnung, was ich hier eigentlich mache. Zukünftiges Ich? So ein Unsinn. Du kapierst es nicht, oder? War ich denn wirklich so behämmert in der Vergangenheit? Möglich. Gib dir keine Mühe, Cletus. Ich bin nicht Cletus. Ich komme aus der Zukunft, du Auflaufmodell. Du nennst mich Auflaufmodell? Ja, weil du eins bist. Ein dummes, zurückgebliebenes Auflaufmodell. Ich möchte einen Beweis. Ich möchte einen Beweis. Meinetwegen, wenn du dann endlich Ruhe gibst. Ein einfacher Test wird zeigen, dass du nichts weiter bist als ein aufgeblasenes Großmaul. Oder du. Genau. Also, woran denke ich gerade? Puppensammlung, Bettnässerphase, Kaninchen, Profi, was? An den Ausschlag im Genitalbereich. Ah. Oh, warte. Ich erinnere mich. Du denkst an Zwiebelzubel. Voll daneben, du Niete. Zwiebelzubel, das ergibt ja nicht mal einen Sinn. Ich wusste gleich, dass du ein Betrüger bist. Bin ich nicht. Ich musste das sagen, um kein Zeitparadoxon zu erzeugen. Genau. Gib doch einfach zu, dass ich dich besiegt habe. Wieso? Woran hast du denn gedacht, wenn nicht an Zwiebelzubel? Nun ja, Zukunfts-Ich, alte Socke. Ja, das ist ja eine Überraschung. Da bist du ja. Sag ich doch. Können wir jetzt endlich weitermachen? Du musst da rein und Goal befreien. Sie ist also tatsächlich da drin? Geht's ihr gut? Keine Panik. Wink und Nod sind außer Gefecht gesetzt. Wie jetzt? Du hast sie ganz alleine überwältigt? Ein Klacks. Du scheinst tatsächlich ich zu sein. Wie hast du das angestellt? Das, findest du schon noch raus. Ich werde mich derweil um die Rebellen kümmern. Boah, es
Ist das etwa eine Knarre? Nein, das ist ein Bananenschälgerät. Natürlich ist das eine Knarre. Darf ich auch mal? Nicht jetzt. Du musst in das Labor und Goal befreien. Schon vergessen? Oh Mann, das geht jetzt länger als 5 Minuten. Okay. Ich will aber die Knarre. Können wir das nicht irgendwie vorspulen? Das geht nicht. Als ich du war, habe ich die Knarre auch erst später bekommen. Wir müssen alles genauso machen wie vorher. Warum befreist du nicht Goal und ich kümmere mich um die Rebellen? Warum befreist du nicht Goal und ich kümmere mich um die Rebellen? Vertrau mir. Du hast es vorhin bereits getan. Wenn du es also gleich tätest, wäre es da drüben jetzt bereits schon wieder passiert. Ja. Ist doch logisch. Also ich hab's beim ersten Mal verstanden. Genau wie ich. Okay. Warum machst du es nicht einfach selbst? Warum machst du es nicht einfach selbst? Weil ich hier die Stellung halten muss. Und warum kann ich nicht die Stellung halten? Weil ich die Knarre habe. Das ist mir egal, ich will die Knarre. Na gut, dann befreie ich Goal. Es ist mir egal, ich will die Knarre. Begreif es doch endlich. Wenn ich dir jetzt die Knarre gebe, verändern wir den Zeitstrahl. Ich würde mich auflösen und wir müssten alles wieder von vorne machen. Na gut, dann befreie ich mal Goal halt. Na gut. Dann befreie ich Goal halt. Bestimmt mache ich das viel lässiger als du. Die ist hinterher viel freier als bei dir. Mach's bitte genauso lässig wie ich. Sonst löse ich mich auf. Das ist ganz schön schmerzhaft, weißt du? Recht so. Rufus. Ja, ja. Schon klar, du Spielverderber. Aber danach bekomme ich die Knarre, richtig? Ja, doch. Durch das Portal. Ah ja. Und beeil dich. Hier schlägt es gleich zur vollen Stunde. Dann stürmen die Rebellen die Praxis. So ein Idiot. Doc, Goal, ihr lebt noch. Was ist da los? Rufus, was treibst du da? Chillen. Töten. Beißt ihm die Augen aus. Ich glaube, das ist diesmal nicht nötig, Boss. Es ist Rufus. Der gehört zu uns. Was hattest du denn in Docs Asbestlager verloren? Ich brauchte Asbestplatten und habe mich versehentlich eingesperrt. Ja, da muss man vorsichtig sein. Auf diese Weise habe ich 2 Tanten verloren. Aber gut, dass du kommst. Wir sitzen in der Falle. Irgendwelche Extremisten sind hinter unseren Aufstiegscodes her. Euren Aufstiegscodes? Wir waren gerade dabei, sie in unsere Unternehmensmasse zu überführen. Warum auch die Brechstange? Wenn sie nicht bald abziehen, müssen wir uns den Weg freischießen. Knallt sie ab! Tabula rasa! Wartet! Ich habe einen Plan. Dann sieh zu. Wink juckt schon der Finger am Abzug. Verfluchte Nickelallergie. So, liebe Leute, und das war's auch wieder. Ich bin schon gespannt, wie es im nächsten Part aussieht. Ich habe was einen Vorteil. Ich weiß schon im Voraus, was passiert, weil wenn ihr euch den Part anguckt, habe ich es schon längst gespielt. Nun gut, wenn es euch gefallen hat, gebt mir doch einen Daumen nach oben. Heute wird es mal ein bisschen länger. Ich wollte zwar nur 5 Minuten, aber von mir aus. Aber okay. Gebt mir doch einen Daumen nach oben, abonniert mich, wenn ihr wollt, und wegen dem Minecraft-Ding, ich habe keine Ahnung, wann es weitergeht. Ich glaube, der Server ist abgestellt bis Freitag, ich bin mir noch nicht ganz sicher. Ich werde noch nach Informationen suchen. Und ja, falls der Server doch nicht abgestellt ist, kommt trotzdem erst morgen wieder eine Folge. Und weil ich immer eine Folge für den nächsten Tag aufnehme, damit sie nicht mehr ganz so aktuell ist und wir uns was einverlassen können, ein bisschen umbauen können. Ihr versteht es hoffentlich. Also, ich bin euer Tyrann und wir sehen uns im nächsten Part von Chaos of Deponia. Bis dahin. Ciao.